So, jetzt kommt endlich das ausführliche Video zum Thema Geld, Sterntalerprinzip und Lenkung von Energie. Ja, wie bereits an anderer Stelle schon gesagt, scheint das Thema fast auf mehr Interesse zu stoßen als alle Themen, die sich um Trauma und Heilung drehen. Von daher möchte ich gerne diesen Wunsch nachkommen und einfach ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, es ist was, was uns natürlich letztlich von morgens bis abends beschäftigt. Wie bekommen wir genug zu essen? Wo verdienen wir das Geld? Wie machen wir das? Wie bekommen wir das, was wir brauchen? Und in der Welt, in der wir hier aufgewachsen sind, in der wir jetzt hier leben, scheint es so zu sein, dass das ein endloser Kampf ist. Ja, nicht nur mit uns oder gegen uns. Das heißt, wir machen vielleicht Dinge, die wir gar nicht wollen, nur um Geld zu verdienen. Und das heißt, da kämpfen wir bereits gegen uns. Wir kämpfen gegen andere Menschen, weil wir müssen ja besser sein als die. Es gibt Konkurrenten. Ja, wir müssen erfolgreich sein. Und manche Menschen, für die ist es einfach, die sind so, ja, die spielen einfach gut mit, dieses Spiel. Die haben Energie, die sind erfolgreich, die genießen das vielleicht sogar. Und dann gibt es andere, die sind gar nicht so, also das ist nicht ihr Spiel. Ja, die sind ganz anders strukturiert. Und die Frage ist, dieses System, in dem wir leben, ob wir so weiterleben wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich nicht, mir macht es keinen Spaß. Ich habe keine Lust, mich von morgens bis abends abzuschuften für irgendeinen Konzern, für irgendwas, was überhaupt keine Verbindung mit mir hat, nur damit ich mir genug Essen kaufen kann, eine Wohnung habe und alle paar Monate mal in Urlaub fliegen kann. Das kann es irgendwie nicht sein. Das fühlt sich einfach furchtbar an. Und vor allem das Absurde ist ja, dass wir alles im Überfluss haben. Wir haben alles im totalen Überfluss. Und trotzdem müssen wir uns zu Tode schuften, um irgendwie über die Runden kommen zu können. Ich habe es noch vergleichsweise einfach. Ich habe einen kleinen Mini-Haushalt, lebe allein. Das heißt, für mich ist es noch relativ einfach. Für Familien sieht die Sache schon ganz anders aus. Ja. Und die Frage ist, was können wir tun? Was kann der Einzelne tun? Also was kannst du tun? Gibt es einen Umgang, eine Möglichkeit, dieses System damit anders umzugehen, vielleicht sogar das zu verlassen? Und ich glaube, das ist total wichtig, weil wenn wir warten, dass es irgendwie von oben geändert wird, da wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Also wenn ich zur High Society gehören würde, warum soll ich da an dem System was ändern? Die das ganze Geld besitzen, die haben doch keinen Bock drauf. Es kann also nur so passieren, dass jeder Einzelne für sich eine neue Ebene findet. Und ich möchte diese Ebene einfach mal, ja, eben ein bisschen ausführlicher darstellen. Es geht gar nicht darum, gegen dieses System zu kämpfen. Was sowieso aussichtslos wäre. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann sich von dem System lösen bis zu einem gewissen Grad. Und das geht so, oder die Basis dafür ist, dass wir begreifen, dass unser Leben nicht am Geld hängt. Wir leben nicht vom Geld. Man kann Geld nicht essen. Es heilt keine Krankheiten, man kann kein Gemüse damit anbauen und man kann auch keinen Sex damit haben. Ja, das ist zu nichts Nütze. Man kann es nicht mal als Klopapier verwenden, weil dafür ist es zu schmal und zu glatt. Und wenn man es als Kaminanzünder verwendet, dann das ist vielleicht das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wozu es gut ist. Aber das produziert dann unglaubliche Giftstoffe, die dann oben aus dem Schornstein rauskommen. Also es ist zu nichts gut. Zu nichts, zu null. Ja?
Also was soll das? Das ist nur eine Idee. Das ist nur eine Idee. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wenn jetzt schlagartig das gesamte Geld von der Erde verschwinden würde, es wäre alles noch da. Das Essen, die Luft, das Wasser, dein Job, ist alles noch da. Es ändert sich nichts. Also ist die Frage, was können wir tun, um uns davon so ein bisschen zu lösen? Und wie gesagt, das Erste ist zu verstehen, dass unser Leben nicht am Geld hängt. Unser Leben hängt nicht davon ab, wie viel Papierzettel wir im Portemonnaie haben, sondern welche Energien wir mit der Welt austauschen. Daran hängt es viel mehr, wie wir im Austausch mit der Welt sind, was da fließt, was tun wir in die Welt rein, wie begegnen wir der Welt, den Menschen und was sind wir in der Lage, in Empfang zu nehmen. Ja, an diesem Energiefluss und der Qualität dieses Energieaustauschs hängt unser Leben und nicht an bedruckten Zetteln. Das sage ich jetzt einfach so. Es ist meine Erfahrung inzwischen. Es ist meine Erfahrung und vielleicht ist es deine Erfahrung noch nicht. Es mag für dich jetzt als ein abstraktes Realitätswährungskonzept erscheinen. Wir haben das Gefühl, dass das Leben am Geld hängt und ich sage, das stimmt nicht. Wir brauchen das gar nicht. Warum brauchen wir das nicht? Weil wir können das, was wir mit der Welt austauschen, auch ohne Transfermedium machen. Jeder kann seinen Job tun, den er macht. Jeder kann aus dem Supermarkt das mitnehmen, was er zum Essen braucht. Es ist in Wirklichkeit kein Medium dazwischen notwendig. Ich kann nur so viel essen, wie in meinen Magen reinpasst. Also mehr kann ich nicht. Also es bringt nichts, wenn ich das Doppelte aus dem Supermarkt mitnehme, kann ich gar nicht verwenden. Ich kann auch nur ein Auto fahren gleichzeitig. Ja. Also, darum geht's, das erstmal zu sehen, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Und das Geld existiert deswegen, weil es bestimmten Kreisen ermöglicht, diesen Energieaustausch zu kontrollieren. Geld ist nichts weiter als ein Kontrollmedium für den Energieaustausch. Wenn das wegfällt, dann sind die Menschen frei. Da kann keine Behörde, kein Staat, kann dann den Austausch, den ich mit den Menschen habe, kontrollieren und steuern und reglementieren. Dann tauschen wir uns aus mit dem, was wir zu geben und zu empfangen haben. In völliger Freiheit. Also das erstmal dazu, damit klar ist, dass wir das nicht wirklich brauchen, dass wir in einer Art Hypnose, in einer Art Massenhypnose leben. Und genau, dass wir da so langsam rauskommen und uns anschauen, wie das Leben wirklich funktioniert. Wenn du den Fokus von dem Geld wegnimmst, hin zum Energieaustausch, dann denkst du gar nicht mehr an Geld. Dann konzentrierst du dich auf den Austausch mit der Welt und das Geld wird immer als, solange es eben noch hier ist, wird es, und solange es objektiv gebraucht wird, ist ja im Moment noch so. Ja? Also wenn du irgendwo hingehst, was kaufen möchtest, dann brauchst du es erstmal. Dann wird es immer da sein, aber es wird aus deinem Fokus völlig verschwinden. Das ist sowas von nebensächlich. Das ist sowas von völlig belanglos und nebensächlich. Das geht darum gar nicht. Es geht darum, dass du den Energiefluss mit den Menschen, zwischen dir und der Welt und den Menschen maximierst und verfeinerst und immer schöner machst. Das heißt, dass du was tust, was dir wirklich Freude macht. Dass du einen Job machst, der den Menschen etwas bringt, der Welt. Der etwas Gutes auf die Erde bringt. Der dich erfüllt. Und kein langweiliger Bürojob. Zum Beispiel.
Es muss dein Leben sein. Das, was wir Job nennen, das ist letztlich unser Leben, das ist unsere Lebensenergie. Das sind wir. Ich bin meine Berufung, das, was ich am liebsten machen möchte. Das bin ich total. Das ist keine von mir abgespaltene Tätigkeit, sondern ich mache das total von innen. Ja, mit ganzer Energie. Mit allem. Und es ist kein Umzu, damit am Ende vom Monat irgendwas sich ändert. Ja, und einen Schritt weiter wäre dann, wenn du anfängst, oder wenn wir alle anfangen, mehr und mehr Dinge zu verschenken. Wir können dieses System hinter uns lassen, indem wir beginnen, das, was wir zu geben haben und was wir geben möchten, dass wir das anfangen zu schenken. Und da musst du deine Lebensbasis nicht gefährden. Ja, also das ist gar nicht notwendig, sondern du kannst parallel anfangen, zusätzlich Dinge mehr und mehr zu verschenken. Ist egal was. Deine Dienstleistung, Geld, auch Geld, Produkte, Worte, fang an, mehr zu schenken. An alle, an Fremde, an Organisationen. Erst ein bisschen und dann immer mehr und beobachte, was das macht mit deinem Leben, wie sich das Leben darauf einrichtet, wie das Leben reagiert, weil du wirst dann erstaunliche Dinge feststellen. Wenn du damit anfängst, wird es dir plötzlich besser gehen, deine Energie geht hoch und das Leben wird darauf reagieren. Es wird darauf reagieren. Und vielleicht spürst du jetzt schon eine Veränderung. Also wenn du jetzt zuhörst und zum Beispiel, wie du dich jetzt fühlst, wenn du das hörst, das kann schon sein, dass es dir jetzt schon besser geht, nur vom Anhören oder Zuschauen. Und mit diesem Schenken lösen wir dieses System auf. Das ist das Mächtigste, was es gibt, um das aufzulösen. Ja, das will das System nicht. Wenn wir anfangen zu schenken, frei zu schenken und zu empfangen, löst sich das Geldsystem auf. Es hat keine Basis mehr. Es wird nicht mehr gebraucht. Innerhalb einer Familie gibt es ja auch keine Banken. Es gibt keine Aktienbörsen, kein Zinssystem, ja, keine Währungskurse, Zahlungsmittel gibt es ja innerhalb von einer Familie nicht. Und unter Freunden, da wird es schon ein bisschen, ja, oder Nachbarn ist es schon wieder, da geht es so ein bisschen mehr in Richtung, das ist so ein Mischmasch zwischen Schenken und Handelsabkommen und bei Fremden sind wir dann bei reinem Handeln. Nur wir sind eine Familie auf dieser Erde. Also diese Trennung ist absurd. Wir sind eine Familie auf der Erde. Eine große Familie. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen keinen Handel. Das ist hässlich. Das fühlt sich scheiße an. Was wir brauchen, ist freier Energiefluss. Und damit kann jeder Einzelne anfangen. Jeder Einzelne. Wir brauchen, wie gesagt, nicht warten, bis sich das System löst, sondern wir machen es einfach. Wir beginnen zu schenken. Freunde, Nachbarn, Familienangehörige, Fremde, Organisationen, immer mehr. Und es wird, wenn du damit anfängst, wird es dein Leben verändern. Ja, also das ist nicht was, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das ist was ich seit mindestens 10 Jahren praktiziere. Also ich habe viel Erfahrung damit, mit diesen Vorgängen und auch mit dem, also wie das Leben darauf reagiert, was sich dann ändert und was zurückfließt. Und das ist wirklich, also das kann man manchmal nicht glauben, was da zurückfließt. Also das sprengt die Vorstellungskraft, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber das Letzte zum Beispiel ist, dass mir ein Steuerbüro eine ganze Steuerberatung geschenkt hat, einfach so. Also ich habe nicht mal ich habe es gar nicht für möglich gehalten und auch gar nicht erwähnt,
sondern die haben mir das einfach geschenkt. Und das Interessante ist, die hätten ja auch mir eine Rechnung schreiben können, dann hätten sie das Geld von mir bekommen. Die hätten einfach nur Geld bekommen. Sie haben mir das geschenkt und das hat mein Herz so aufgemacht, gerade weil das aus diesem Bereich kam, was ja zu dem System an sich gehört. Es war so unerwartet und der Mensch, der das eben gemacht hat, ohne dass ich das jetzt bewusst gemacht habe, hat es so mein Herz geöffnet. Und das heißt, dieses Steuerbüro und dieser Mensch, der hat ganz viel von meiner Liebe bekommen. Der hat kein Geld bekommen, der hat Energie bekommen. Einfach so. Ja. Und das ist halt, es ist eine ganz hohe Schwingung. Das macht einfach riesen Spaß, riesen Freude. Ja. Und jetzt waren wir bei Einzelpersonen, Privatpersonen und jetzt würde ich gerne das Ganze noch ein bisschen im Hinblick auf Unternehmen beschreiben. Ja. Also meine Berufslaufbahn war so, ich habe Informatik studiert, war dann ein paar Jahre angestellt und war ungefähr dann nach 8 Jahren selbstständiger Unternehmensberater in der IT-Branche. Ich hatte große Kunden wie, ja, muss ich jetzt nicht nennen, jedenfalls große Konzerne, Riesenkonzerne, mittlere Unternehmen, kleine Unternehmen, aber im Wesentlichen Großkonzerne waren meine Kunden. Ich war extrem erfolgreich und bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich das nicht mehr machen möchte und eigentlich Heiler und Traumatherapeut sein wollte. Und ich habe das auch im Beruf immer angewendet. Das geht auch auf Unternehmensebene und das ist eben der nächste Schritt, dass es auch in diese Ebene Eingang findet, Einzug findet und dass es eine Realität ist, dass man das praktizieren kann. Und als Beispiel, als Informatiker, nur um das mal einfach darzulegen, da geht es jetzt erstmal um Energiefluss. Ich habe alles, was mein gesamtes Computerwissen habe ich auf meiner Homepage getan, in Deutsch und in Englisch, und habe es verschenkt, kostenfrei zum Download. Es war Arbeit über mehrere Jahre, das alles darzulegen und Probleme eben, also Lösungen kostenfrei anzubieten. Ich habe dadurch nie Werbung machen müssen. Das heißt, die Kunden haben das gesehen und haben mich dann befragt, ob ich nicht ein Projekt machen möchte. Ich habe noch nie Werbung gemacht in den 8 Jahren Unternehmensberatung. Und ich habe unzählige Projektanfragen bekommen. Also das war teilweise so, dass ich pro Tag 1 bis 2 Projektanfragen bekommen habe, jeden Tag. Hätte ich eine ganze große Firma aufbauen können, wenn ich es gewollt hätte. Das ist also der Weg, wie der Energiefluss in Gang kommt. Nicht durch Werbung, da will ich was haben, da bin ich im Saugen, im Energiesaugen, sondern ich gebe was, ich gebe einfach was rein. Ich biete was an, eine Lösung. Und dann kommt der Austausch zustande und da brauche ich keine Werbung. Und so, auf diese Art habe ich das praktiziert und habe mich immer auf die Lösung konzentriert. Das heißt, ich habe mich immer darauf konzentriert, dass für die Kunden das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt. Ich habe also quasi nie an meine eigenen Interessen gedacht, sondern ich habe immer nur an die Kunden gedacht, das bestmöglich zu machen. Und dadurch war für mich immer bestens gesorgt. Und da gibt es dann natürlich auch Prüfungen. Die Hauptprüfung in der IT-Branche war, als tatsächlich dann mal längere Zeit keine Anfrage kam und ich auch dann kein Geld mehr hatte. Das Geld ging mir also aus. Und es ging so weit, dass ich praktisch kurz davor war, auf der Straße zu stehen. Also ich war im Prinzip bankrott, ja, pleite. Als Selbstständiger ist ziemlich blöd. Blödes Gefühl. Das ist existenzbedrohend. Also es fühlt sich an wie im Prinzip wie Lebensgefahr. Ja. Das ist also extremer Stress. Und ich habe kein Projekt bekommen. Und dann irgendwann kam eins. Und es war ein Angebot von einem großen Rüstungskonzern in München. Ich werde mich hüten, den Namen zu nennen. Da hätte ich mitmachen können. Und ja, die haben mir ein tolles Angebot gemacht.
sehr viel Geld langfristig, hätte ich mich dumm und dusselig verdienen können und hätte mich retten können, finanziell. Und da hätte ich einfach an der Zerstörung der Erde mithelfen müssen. Ja? Also Waffen perfektionieren vielleicht, Computersysteme für Raketen und so weiter. Und mir war klar, dass das nicht gut ist. Ja? Mir war klar, dass das halt nicht der richtige Weg ist, aber in dem Zustand von Existenzbedrohung ist einem das dann nicht mehr so klar. Also ich habe dann wirklich drüber nachgedacht, über Tage. Das war ein Kampf, bis mir dann klar wurde, ich lieber verrecke ich auf der Straße, als mich beim Bombenbau zu beteiligen. Das war mir dann irgendwann klar. Und als mir das klar war, habe ich eine Mail geschrieben, das Projekt abgelehnt und habe mich einfach darauf eingerichtet, dass ich jetzt bald eben auf der Straße bin als Bettler. Und ich glaube, es war der nächste Tag, also direkt am nächsten Tag kam dann ein anderes großes Projekt, also eine Projektanfrage für ein ziviles Unternehmen, was eine echte Dienstleistung der Gesellschaft bietet, großer Konzern, und da habe ich das angenommen. Und das war dann, da habe ich auch sehr viel verdient und das war im Einklang mit mir selber und mit meiner Energie. So, das war die Hauptprüfung an der Stelle. Ja, bin ich wirklich bereit, dem zu trauen? Und dem kann man trauen. Man kann diesem Energiefluss trauen. Und als ich dann als Heiler arbeiten wollte, habe ich mich gefragt, vielleicht das, was ich da verstanden und praktiziert habe, ob das nur in der IT-Branche geht oder ob es in dem Bereich andere Gesetze gibt. Und ich habe das erforscht. Und am Anfang war das schleppend, da kam das nicht richtig in Fluss und ich habe einfach immer mehr Energie da reingegeben. Immer mehr Energie, immer mehr angeboten, immer mehr getan für Klienten, für die Menschen. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und ich habe dabei auch sehr, sehr viel Unterstützung von außen bekommen, von anderen Menschen, von Freunden. Und irgendwann ging dieser Energiefluss auch da los. Also jetzt, ja. Und jetzt habe ich so viel Anfragen, dass ich es kaum noch bewältigen kann. Und ich mache keine Werbung. Ich habe nicht das Problem, dass zu wenig Leute kommen, sondern ich habe das Problem, so viel Sessions und Arbeit und Kommunikation zu, also dass mein Körper das einfach verkraftet. Ja, das ist nie das Problem, dass man zu wenig aufträgt, zu wenig Klienten bekommt. Das ist nicht das Problem. Das ist ein Symptom dafür, dass die Energie nicht fließt. Und die fließt dann nicht, wenn ich nicht volle Pulle gebe, wenn ich nicht alles gebe, wenn ich nicht das total mache. Wenn ich da innerlich was zurückhalte, dann bremst das und das spiegelt sich im Außen wieder. Und so hat sich eben herausgestellt, dass das genau die gleichen Gesetzmäßigkeiten sind. Es ist genau dasselbe. Ich mache jetzt nichts anderes wie auch in der IT-Branche. Nur, dass ich jetzt, dass meine Energie nicht in die Computersysteme fließt, sondern dass sie jetzt den Menschen direkt zugutekommt. Und das kann jeder machen. Ja, und für Unternehmen gilt das Gleiche. Jedes Unternehmen, jeder Geschäftsführer, der muss sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Also was bewirkt meine Dienstleistung, mein Produkt auf diesem Planeten? Ist es hilfreich? Ist es zerstörerisch? Ist es eine Mischform von hilfreich und zerstörerisch? Bewirkt es gar nichts? Ist es nutzlos? Das muss man sich fragen. Und dann kann man das entsprechend anpassen oder das Unternehmen auch auflösen. Ja? Wenn ich ein Waffengeschäft betreibe, das löse ich dann einfach auf. Also es gibt keinen Grund. Das brauchen wir nicht. Das gehört zu den Dingen, die wir absolut nicht brauchen. Und stattdessen kann man was tun, was einen echten Wert hat. Und das sind oft einfach die grundlegenden Dinge. Nahrung, Unterkunft, Gesundheit. Ja, Sachen, die man vielleicht nicht machen möchte. Als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin Karriere machen und Millionen verdienen, das geht nicht. Aber man hat einen krassen Energieaustausch.
zum Beispiel. Ja, und wenn diese Prinzipien die Unternehmensebene erreicht hat oder haben, und dann wird das auch irgendwann die Behördenebene erreichen. Und dann wird sich hier auf der Erde das ganze Feld grundlegend ändern. Und darauf arbeite ich hin, da möchte ich gerne, dass wir da hinkommen. Und wie gesagt, das hängt an dir. Fang an. Fang einfach an, fang an zu schenken, erforsche, was da passiert, wie sich das Leben ändert, wie du dich dabei fühlst. Und wenn du ein Unternehmen hast, genau das Gleiche. Versuch, das Ganze im Blick zu haben, nicht den Aktienkurs des Unternehmens, ja, nicht den Gewinn, sondern versuch, richte dich darauf aus, was das Unternehmen als Ganzes für die Erde, für die Menschen bedeutet und für deine Mitarbeiter. Und der Gewinn, das ist ein Nebenprodukt. Es geht nicht um den Gewinn, sondern um den Energiefluss. Ja, also ich kann nur sagen, es funktioniert, es ist eine große Freude und ich werde es auf jeden Fall weiter erforschen und weitermachen. Und ich kann dem vertrauen, das ist meine jahrelange Erfahrung. Das ist auch nicht meine Idee übrigens, das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Also das Ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es wurde mir zuerst von einem Lehrer auf den Philippinen, von einem Yoga-Lehrer beigebracht. Dann das zweite war die Pura Mariam in Berlin, von der habe ich sehr viel gelernt, was das angeht. Ist auch im Netz zu finden, kann man alles nachlesen. Also von ihr stammt auch der Begriff Sterntaler-Prinzip. Und es gibt noch jemand, der nennt sich Michael Tellinger, der hat das Ubuntu-Prinzip ins Leben gerufen, der hat das in einem noch größeren Maßstab hier etabliert. Da lohnt es sich also auch, sich damit das mal zu googeln und da nachzulesen. Also es ist an vielen Stellen, tritt das in Erscheinung. Und ich hoffe, dass du einfach anfängst mitzumachen, weil es cool ist, weil es Spaß macht.